Heute bei Jagd Total. Hirschjagd zur Brunft in der unvergleichbaren Natur Neuseelands. Ein unvergessliches Jagdabenteuer hoch in den Bergen. Das ist die neue Jagd Total Folge 20. Es ist Anfang April in Neuseeland, Zeit der Hirschbrunft. Wir machen uns auf in die Berge, um Hirsche zu jagen. Dieses Mal im Jagdtotal Hunting Team dabei, der Jägerteam aus Neuseeland. Außerdem der Jäger Manuel aus Nürnberg. Und natürlich Carsten aus Köln. In dieser Zeit des Jahres sind die Hirsche sehr aktiv und besonders territorial. Doch bevor wir in die Jagdgebiete kommen, müssen wir unsere Jagd- und Übernachtungsausrüstung den Berg hochbringen. Ein 4-Stunden-Aufstieg mit 25 Kilo Gepäck steht uns bevor. Der Aufstieg beschert uns immer wieder steile Passagen. Einen Wanderweg gibt es hier nicht. Denn wir sind in der Wildnis der neuseeländischen Berge unterwegs. Oben angekommen, werden an einem windgeschützten Hang sofort unser Lager und die Zelte aufgestellt. Danach gehen wir direkt zur Jagd. Wir haben Stellung an einem Abgrund mit Blick über einen ca. 1 Kilometer langen Berghang bezogen. So, mit ein paar Hirschen haben wir uns schon unterhalten. Die antworten also aufs Röhren. Noch nicht so richtig, aber Brunft geht so langsam los hier. Wetter ist natürlich auch schlecht. Jetzt haben wir eben schon eine Gams hier gespottet. Die beiden glasen jetzt erstmal hier den ganzen Hang ab. Aber es ist noch früher Morgen, es ist auch noch ziemlich kalt. 7, 8 Grad, Regen hat aufgehört. Da geht auf jeden Fall noch was heute. Aber jetzt mal die Wärmebildkamera interessant. Die Hirsche röhren bereits. Und auch Timus Rufe bleiben nicht unbeachtet. Noch können wir keinen Hirsch sehen. Aber ihre Anwesenheit ist unüberhörbar. Wir bewegen uns langsam am Bergkamm entlang, um Einblick in die verwinkelten Steinformationen zu erhalten. Und plötzlich entdeckt Timo im Gegenhang Gämse. Manuel richtet sich für einen Schuss ein. Die Entfernung wird mit über 250 Meter falsch eingeschätzt. Um zu filmen, bleibt für eine Entfernungsmessung keine Zeit. Unglücklicherweise geht für den Kameramann alles sehr schnell und eine Wolke schränkt die Sicht stark ein. Der Schuss geht über die Gams hinweg, denn die tatsächliche Entfernung liegt deutlich unter der geschätzten. Eine Messung ergibt 155 Meter. Da hättest du draufhalten müssen auf die Entfernung. Die Gämse suchen auf etwa 600 Meter Schutz im nächsten Steilhang. Insgesamt haben wir 3 Stück im Anblick. Wir beobachten sie noch eine Zeit lang, dann konzentrieren wir uns schnell wieder auf das Rotwild. Wir befinden uns unmittelbar in den Wolken. Also wir haben gerade 2 Gämse gesehen, die lassen wir jetzt, haben wir uns entschieden, weil wir auch hier unten Hirsch jetzt hören und
eigentlich sind wir auch auf dem Hirsch aus. Und ja, mal sehen, ob wir jetzt Glück haben und den finden können. Aber es hört sich so an, als wenn er noch im Wald sein wird. Wir hören Hirsche auf unterschiedlichen Entfernungen. Anblick bekommen wir jedoch immer noch keinen. So gehen wir zurück zu unserem Lager und beenden unseren ersten Jagdtag. Ja, der Junge ist schon wieder am Röhren, der von heute Morgen. Der ist wieder voll in Gang. Jetzt müssen wir den mal finden. Mann. Ja. Wenn wir den spotten können, dann können wir den auch angehen, ne? Ja. Lass mal hier wieder mit Berge ein bisschen hochkraxeln. Das ist die Aussicht hier wieder. Muss man gleich eine gute Position finden. Entweder hier oder, ich glaube, noch ein Stück weiter rum, wo wir uns ein bisschen einnässen können, um zu glasen. Wollt ihr rumgehen und ich bleib hier sitzen und guck. Und ja, und ihr geht einfach hier rum und nehmt die nächste Galli. Timo versucht es weiter mit dem Röhren, um den Standort eines Hirsches finden zu können. Mal sehen, ob der uns hören kann. Ja, der Wind steht gut. Ich werde mich da vorne irgendwo auf die Ecke einnisten. Kannst du fast alles überglasen von dem Tal. Müssen wir nur hoffen, dass er irgendwann mal rauszieht. Wir vermuten mindestens 3 Hirsche in den Wäldern vor uns. Da das Gelände sehr zerklüftet ist, wechseln wir ab und zu unsere Position, um verschiedene Einblicke hinter die Felsen und in die kleinen Schluchten zu bekommen. Also die Hirsche sind kräftig am Röhren. Wir haben das Gefühl, dass das heute so gerade erst anfängt. Heute Nacht war es ja so stürmisch und es hat geregnet und heute Morgen auch noch. Wir waren also klitschnass bis auf die Knochen. Dann ist es am Tag über aufgeklart und ist auch relativ mild geworden sogar. Jetzt ist es wieder kalt, um die 10 Grad. Wir haben so 16 Uhr vielleicht schon nachmittags. Aber die Hirsche bewegen sich halt nicht. Die sitzen einfach irgendwie fest im Wald, röhren viel, antworten auch. Also wir können wirklich die zum Sprechen bewegen. Aber irgendwie sind wir noch fern davon, an einen Hirsch ranzukommen. Aber wir werden natürlich weitermachen, nicht aufgeben. Aber ich habe das Gefühl, dass der hochkommt langsam. Ja, ich auch. So irgendwann oben aus der Waldkante austreten könnte. Ich weiß nicht, ob ich... Hier ist er auch gut. Oder ob ich mich da vorne raufsetze. Ja. Aber hier ist ja auch schon... Das ist eine gute Stelle hier. Der Manuel ist schon etwas rübergegangen. Also das eine Mal hatte ich das Gefühl, dass er hier vorne irgendwo im Wald drin ist. Nee, der füllt sich... Ich glaube, dass der nicht hier in diesem ersten Kamm ist. Nee, sondern... In dem dahinter. Genau, und weit unten. Und da sitzt er im Wald. Vielleicht kommt er noch raus. Gefühl, dass sie alle noch im Wald stecken bleiben, dass das noch ein bisschen zu früh ist, dass wir uns im Wald reinbegeben müssen. Oder das? Weil der irgendwo ist er da in der Sule zugang, weißt du, dieses kurze und sowas. Der. Aber er antwortet trotzdem ganz gut, ne? Ja. Willst du nochmal? Ja. Ein Stück weiter nach
links hier rüber und guck, ein bisschen einen anderen Winkel zu kriegen, um da reinzugucken. Schauen wir mal. Sie die Röhre mit? Ja. Mache ich das von da und ihr Glas hier weiter. Hoffen wir, dass da mal was passiert. Jetzt fängt er wieder an zu röhren hier. Der sitzt irgendwo hier unten in diesem Tal, in dem Creek drin. Sollen wir ein Stück weiter rumziehen und dann kommen wir da ran, wenn wir da rumgehen. Ja, wir können da runter zum Wald, von der anderen Seite über die große Fläche. Vielleicht ist das ja eher die Gegend, wo er rausziehen will, keine Ahnung. Ja, oder wir warten noch. Ich meine, wir haben noch Zeit, dass der hier vielleicht rauskommt, ja, ne? Ich antworte ihm mal von ein bisschen weiter da drüben. Der Junge von heute Morgen hier, der Hirsch, der sitzt immer noch da unten, irgendwo im Wald direkt unter uns. Aber so ganz ausfindig machen können wir ihn noch nicht. Jetzt haben wir noch, ich weiß nicht, 1,5 Stunden Tageslicht nach. Jetzt hoffen wir mal, dass wir ihn jetzt endlich rauslocken können. Also er hat noch nicht so viel erfolgt. Die antworten gut, aber ganz rausziehen tun sie irgendwie noch nicht aus dem Wald. Das ist ein Hirsch. Er hat Hirsch angezeigt. Hat was gespottet. Wir bekommen Anblick auf Hirsche, die langsam den Wald verlassen. Das ist ein Hirsch da drüben. Ich sehe, ich weiß nicht, ob das unser Alter ist von vorhin. Aber fast dieselbe Gegend. Allerdings auf sehr hohe Entfernung und es sind auch nicht die richtigen. Das ist ein Spießer oder ein Gabler wahrscheinlich. So sah das aus zumindest. Ich werde mal messen, wie weit das ist. Das sind 899 Meter. Ja, es gibt Spezialisten, die können auf die Entfernung auch schießen. Da musst du aber schon richtig gut geübt haben, deine Waffe perfekt beherrschen. Naja, aber das wollen wir ja auch gar nicht. So weit schießen. Was hast du für ein Ziel für noch 15-fache Vergrößerung? Das ist gut zum Ansprechen eigentlich, ne? Also normalerweise müsst hier woanders auch noch was rauskommen. Wir bleiben konzentriert und verbringen die Zeit mit Zielübungen. Also 632 Meter hier so positioniert im Liegen, ey, gar kein Problem. Gar kein Problem. Da würde ich Fleck schießen, ganz sicher. Tja, muss nur noch wild kommen. Also einrichten ist alles. Ruhe nehmen, gute Position einrichten, hinten schön die Schultern ein. Oder stabilisieren. Vorne liegt es eh gut auf. Wenn du dann hinten noch gut bist, da kannst du richtig zu lang auf Entfernung. Du musst halt nur wissen, wie deine Kugel fliegt. Und das sollte man vorher ausprobieren. Das haben wir natürlich nicht gemacht diesmal, ne? Ja, 4:30 nachmittags. Wir haben zum Glück richtig gutes Wetter bekommen. Wir haben auch einen Hirsch im Anblick. Aber der ist so auf, wie waren es, 900 Meter. Das ist auch ein kleiner Hirsch, also... Ihr könnt es nicht genau sehen hier mit den Ferngläsern, aber so, es wird ein Spießer oder ein Gabler sein. Ist natürlich nicht das, was wir wollen. Jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger, also die röhren jetzt nicht mehr. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und gucken mal, ob noch was geht hier. Das ist einfach mal irgendwie rausgelockt kriegen, ey. Kann auch nicht sein, dass er da einfach sitzen kann. Das hätte sich aber eben sonst, wenn er ein bisschen höher gegangen wäre, ne? Wieder. Ja. Irgendwann wird er sich mal zeigen. Ah!
antwortet wieder. Und das hörte sich schon wieder näher an, ne? Es würde mich nicht wundern, wenn er gleich nochmal rauskommt irgendwo. Der antwortet jedes Mal, ey, ist unglaublich. Der Bursche. Also der antwortet Danke. Jedes Mal auf deinen Röhren. Ich weiß nicht, ich glaube, der versucht so ein bisschen rauszufinden, vielleicht läuft er hoch und runter rauszufinden, wo wir sind, weißt du? So ein bisschen orten und versucht, unseren Wind zu kriegen. Ja, aber der Wind kommt jetzt ja von vorne. Der hat ja, das ist perfekt. Ist er ruhig, vielleicht marschiert er auf uns zu. Ja, bisher passiert ist, dass wir immer noch einen Hirsch hier direkt unter uns haben, der uns ständig antwortet, aber irgendwie trotzdem im Wald bleibt und nicht ganz sich zeigen will. Und wir denken, dass derselbe von heute Morgen und hatten wir dieselbe Situation, bevor wir ganz rüber auf die andere Seite von den Bergen gezogen sind. Da war sehr viel Aktivität auch. Das werden wir wahrscheinlich morgen früh nochmal probieren, wenn hier nichts. Wenn wir nicht rausfinden können, wo dieser hier ist. Ich weiß nicht, wir waren wahrscheinlich noch dreiviertel Stunde Zeit Licht hier und so. Und ja, man hofft einfach, dass sich was tut. Und ja, die Temperaturen fallen ordentlich. Es wird ordentlich kalt. Manuel hat auch schon volles Outfit angezogen, Gesichtsschutz. Neugierig wie sonst was. Das ist ein neugieriger Kehr. Und gerade als die Ablenkung am höchsten ist. Hirsch, Hirsch. Oh. Da ist er, ja. Der linke. Ich greife mir die Strasser und gehe direkt in den Felsen vor mir. Die Sekunden vergehen. Noch sehe ich den Hirsch nicht, denn ich bin damit beschäftigt, die Waffe mit dem Zweibein in den Felsen zu positionieren und einzurichten. Die Vergrößerung vom Zielfernrohr von 15-fach runtergedreht. Jetzt erst habe ich ihn sauber im Absehen. Ich spanne die Waffe. Und dann unterladen. Zeit. Der war die ganze Zeit unter uns, kam der irgendwo raus. Ey, der hier schlägt. Was war das jetzt gerade? Mach mal Seil, Gas, es hat geklappt. Ey, die Knappe war nicht geladen. Ja, ich mache so Klick. Wir haben den ganzen Tag haben wir hier gesessen und haben gehofft, dass der hier unten rauskommt. Und jetzt, genau jetzt ist der hier rausgekommen. Ist unfassbar. Ich habe das vorher gemessen, 280 Meter, deswegen wusste ich, dass... Glücklicherweise trifft die Kugel sofort tödlich. Denn kurz zuvor ist mir die Waffe einmal hart umgefallen. Wie sich später herausstellte, hatte sie dadurch einen deutlichen Linksschuss um über 10 cm. Das ist unfassbar, was hier gerade... Ich habe doch gesagt, da ist was. Ey, da kommt der Dicker raus, ne? Was? Der sitzt hier die ganze Zeit. Guck du. So guckt er. Wie kommen wir da jetzt eigentlich hin? Hier, aber die nächste Kante und da runter.
Holen wir uns den? Gehen wir runter? Ja. Gut. Ja, der Frost dreht schon durch. Die Dunkelheit bricht schnell herein und wir nehmen den Abstieg zum Hirsch über eine Schotterpiste. Jetzt hat es auf den letzten Drücker wieder mal geklappt mit dem dicken Hirsch. Abstieg, richtig kriminell hier, Schotterpiste. Und es ist gleich stockdunkel. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Letzten Licht gesehen haben, also wirklich, und in letzter Sekunde konnte der Schuss platziert werden, ja. Weil der auf dem Weg direkt im Wald war, also der war direkt unter uns. Der Hund hat den schon gerochen und hat schon immer so geguckt und wir wunderten uns und auf einmal zog der über eine Schotterpiste rüber, ja. Da habe ich den dann gesehen. 280 Meter. Ja, warum haben wir doch unseren schönen ersten Brunsthirsch hier, sauber. Wir haben ja auch den ganzen Tag ausgeharrt, die ganze Zeit welche gehört, nie irgendeinen Anblick vom eben großen Hirsch gehabt, wenn dann immer nur ein Spießer oder ein Alttier oder sowas. Aber gar kein Hirsch. Und haben wir doch ausgeharrt und das hat sich alles gelohnt. Und wir wurden belohnt. Das war super. Jetzt haben wir noch ein bisschen harte Arbeit für heute Abend, das alles wieder hoch zum Berg, zum Zeltplatz zu tragen. So, Meister. Ja, Holtmanns Halt, ja. Holtmanns Dank. Dann gehen wir jetzt runter in die Arbeit hier. Timo schneidet jetzt gerade die Filets aus. Die Stücke, die mir dann